Der Abschluss des ersten Teils der Classic-Serie. Herzlich willkommen zurück zu Grid und wir machen heute den Showdown zu. So, dann fahren wir jetzt nochmal. Wir sind zu Gast mit 6 Runden Sydney Motorsportpark. Aha, okay. Und es sieht gerade, sind das nur 4 Autos? Kann das sein? Ja, es sind tatsächlich nur die 4 Autos. Asher Rhodes und Chloe Simmons sind die Gegner für uns heute. Union Motorsport ist zurück und Sie meinen es ernst. Kristen, erzähl uns doch ein wenig über dieses Team. Naja, als New Union aufgelöst wurde, haben alle gedacht, das war's. Aber Harrison Carter hat die Truppe wieder zusammengebracht und hier sind sie. Ob sie ihre früheren Erfolge übertreffen können? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Nun gut, sie werden heute auf jeden Fall etwas beweisen wollen. So, 4 Autos am Ende sind uns hier, 6 Runden heute hier in Sydney. Okay, der Auftrag ist hier erstmal gelungen. Klar möchte ich auch eins und zwei Jungs bringen, meinen Kollegen bringen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen anders gelaufen, ein bisschen blöd gelaufen. Aber wir haben 6 Runden Zeit, um das Ding nach Hause zu wuppen. Und während unser Ding, ich versuche ein bisschen von rauszuziehen, muss ich hier mal gucken, dass ich überhaupt wieder ein bisschen rankomme an das Feld. Wir haben jetzt wieder 1 und 2. Schon mal ein Rennen versaut, ich erinnere mich, dass wir nur Gotama den Sprit versaut war und sogar eigentlich als Team. Soll heute nicht passieren. 6 Runden mal Zeit, um das Ding heute irgendwie nach Hause zu fahren. Etwas riskieren. Was heißt, wir müssen riskieren? Wir müssen jetzt nichts riskieren. Ich fahre das Ding jetzt irgendwie entspannt nach Hause hier. Thank you.
ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich ein bisschen ins Land fahre. Aber wir kriegen schon hin. Das war die Hälfte des Rennens. Ja, die Jungs, die wollen noch mal da hinten. Machen Sie noch mal ein bisschen Druck auf unseren Teamkollegen. Ich hoffe, dass der so sicher werden kann und sie beiden davon nicht vorbeilässt. Es wäre so schön bei ihren eigenen Rennen, wenn sie da von uns die Klatsche kriegen würden. Ich werde mal so ein bisschen genug tun nach dem Sprint in Okutama, dass wir da, weil der Kollege uns da schön in die Wand gedrückt hat und uns somit eine gute Endposition kaputt gemacht hat. Also vom Teamkollegen war mehr oder weniger. Deswegen nur noch 5 oder so am Ende gelandet ist. Jetzt hätten wir nur 2-3 Pünktchen. Und das waren halt diese Punkte, ne? Deswegen wäre das heute so genug, wenn wir ihre eigenen veranstalteten Rennen. Heute die Klatsche zu kriegen, aber da ist schon der erste vorbei. Ich glaube, dass der nächste gleich auch nochmal auf die Reihe geht. Noch 2 Runden zu fahren. Dein Teamkollege ist auf dem dritten. Okay, verteidigen. Ich versuch's weiterzugeben. Alles klar. Position wird gehalten. Es gibt keine Rivalen in diesem Event. Ja, ich habe momentan kein... Dein Teamkollege ist auf Platz 3. Ja, ich kriege gerade keine Meldung rein, dass ich den sagen kann, er versucht mal angreifen. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Ja, das ist jetzt. Okay, angreifen bestätigt. Das ist das, was ich meine. Er soll sich den zweiten noch zurückholen. Bleib in Führung. Letzte Runde. Du sollst jetzt verteidigen.
Letzte von unserer Seite. Womit haben wir auf 1-2 wieder mal. Alles klar, dicht machen. Ich geb's weiter. So, mach zu jetzt. Verteidigen wurde bestätigt. Es gibt keine Rivalen in diesem Event. Scheiße, es reicht nicht ganz. Da hätte ich weiter auf Angriff gehen müssen. Das hätte er eigentlich nach Hause fahren müssen. Weil so ist es am Ende noch 1-3 nur geworden. Na gut, egal. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir haben unser Rennen gewonnen. Das ist das Wichtigste. Schade, dass es nicht ganz für 1-2 gereicht hat. Aber okay, kann man nichts ändern für. Jedenfalls sind wir heute, ab heute durch mit der Grid-Serie, also was heißt komplett durch. Die, oh, ja, viel, viel Sticker. Der hätte die Meldung bekommen, ich hätte die Meldung lassen sollen, dass er angreifen soll. War ja Zweiter und dann hätte er aus nach vorne fahren können. Egal, sei es drum, wir haben es geschafft. So, und mit dem Auftakt zur Modern, zum Thema Modern, sehen wir uns dann. Morgen wieder um 14 Uhr, dann zum letzten Mal in diesem Jahr. Bis dahin, tschüss.